eine kleine silbrige Dose. Drinnen Fotografien von einem jungen Soldat. Zwei Taschenkalender von 1943 und 1944. Und Feldpostbrief aus dem gleichen Jahr. Zusätzlich noch ein paar weitere Dokumente. Unter denen auch eine Todesanzeige von 1944. Das ist alles, was vom jungen Wachtmeister Richard Bertsch nach seinem Tod 1944 auf dem Schwarzen Meer noch übrig bleibt. Der junge Wachtmeister war deutscher Wehrmachtssoldat und mein Urgroßonkel. Ich bin Clara aus Basel und ich habe mich in meiner Arbeit mit seinem Leben bzw. mit dem kurzen Abschnitt, wo die Dokumente abbilden, auseinandergesetzt. Dafür habe ich als erstes Brief transkribiert und dann die Informationen, die ich aus diesen Dokumenten gesammelt habe, mit der Sekundärliteratur abgeglichen. Das alles, um die Frage zu beantworten, ob der ganz kleine Fundus, den ich habe, ein repräsentatives Abbild vom Leben als Soldat oder zumindest vom Leben von Richard machen kann.